Drittes Kapitel. Und es begab sich, nachdem ich, Nephi, mit dem Herrn gesprochen hatte, kehrte ich in das Zelt meines Vaters zurück. Und es begab sich, er sprach zu mir, nämlich, siehe, ich habe einen Traum geträumt, und darin hat mir der Herr geboten, dass du und deine Brüder nach Jerusalem zurückkehren sollt. Denn siehe, Laban hat die Aufzeichnungen der Juden sowie auch eine Stammtafel deiner Vorväter, und zwar auf Platten aus Messing graviert. Darum hat mir der Herr geboten, dass du und deine Brüder zum Haus Labans gehen sollt, um die Aufzeichnungen zu erlangen, und dass ihr sie hierher in die Wildnis bringen sollt. Nun aber siehe, deine Brüder murren und sagen, was ich von ihnen verlange, sei schwer. Aber siehe, nicht ich habe es von ihnen verlangt, sondern es ist ein Gebot des Herrn. Darum gehe hin, mein Sohn, und der Herr wird dich begünstigen, weil du nicht gemurrt hast. Und es begab sich, ich, Nephi, sprach zu meinem Vater, ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat. Denn ich weiß, der Herr gibt den Menschenkindern keine Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, wie sie das vollbringen können, was er ihnen geboten hat. Und es begab sich, als mein Vater diese Worte vernahm, war er überaus froh, denn er wusste, dass ich vom Herrn gesegnet worden war. Und ich, Nephi und meine Brüder machten uns mit unseren Zelten auf den Weg durch die Wildnis, um in das Land Jerusalem hinaufzugehen. Und es begab sich, nachdem wir in das Land Jerusalem hinaufgegangen waren, berieten meine Brüder und ich uns miteinander. Und wir warfen das Los, wer von uns hinein zum Haus Labans gehen sollte. Und es begab sich, das Los fiel auf Laman. Und Laman ging hinein zum Haus Labans und redete mit ihm, als er in seinem Haus saß. Und er begehrte von Laban die Aufzeichnungen, die auf den Platten aus Messing eingraviert waren und die die Stammtafel meines Vaters enthielten. Und siehe, es begab sich, Laban wurde zornig und stieß ihn hinaus und wollte nicht, dass er die Aufzeichnungen haben sollte. Darum sprach er zu ihm, siehe, du bist ein Räuber und ich werde dich töten. Aber Laman floh vor ihm und erzählte uns, was Laban getan hatte. Und wir fingen an, überaus besorgt zu sein, und meine Brüder wollten zu meinem Vater in die Wildnis zurückkehren. Aber siehe, ich sprach zu ihnen, so wahr der Herr lebt und wir leben, wir werden nicht eher zu unserem Vater in die Wildnis hinabgehen, als bis wir vollbracht haben, was der Herr uns geboten hat. Darum lasst uns im Halten der Gebote des Herrn treu sein. Darum lasst uns hinabgehen in das Land des Erbteils unseres Vaters, denn siehe, er hat Gold und Silber und aller Art Reichtümer zurückgelassen. Und er hat dies nach dem Gebot des Herrn getan. Denn er hat gewusst, dass Jerusalem wegen der Schlechtigkeit des Volkes zerstört werden muss. Denn siehe, sie haben die Worte der Propheten verworfen. Wenn mein Vater nun in dem Land wohnen bliebe, nachdem ihm geboten worden ist, daraus zu fliehen, siehe, dann würde auch er zugrunde gehen. Darum musste er notwendigerweise aus dem Land fliehen. Und siehe, es ist nach Gottes Weisheit, dass wir diese Aufzeichnungen erlangen, damit wir für unsere Kinder die Sprache unserer Väter bewahren, damit wir für sie auch die Worte bewahren, die geredet worden sind durch den Mund aller heiligen Propheten, denen sie durch den Geist und die Macht Gottes eingegeben worden sind, von Anfang der Welt an bis in unsere Tage. Und es begab sich, mit solcher Sprache bewegte ich meine Brüder, im Halten der Gebote Gottes treu zu sein. Und es begab sich, wir gingen hinab in das Land unseres Erbteils, und wir trugen unser Gold und unser Silber und unsere Kostbarkeiten zusammen. Und nachdem wir alles zusammengetragen hatten, gingen wir wiederum zum Hause Labans hinauf. Und es begab sich, wir gingen zu Laban hinein und begehrten von ihm, er solle uns die Aufzeichnungen geben, die auf die Platten aus Messing graviert waren. Und dafür wollten wir ihm unser Gold, unser Silber und alle unsere Kostbarkeiten geben. Und es begab sich, als Laban unser Gut sah, dass es sehr viel war, gelüstete es ihn danach, so sehr, dass er uns hinausstieß und seine Knechte aussandte, uns zu töten, damit er unser Gut bekäme. Und es begab sich, wir flohen vor den Knechten Labans, und wir mussten unser Gut zurücklassen, und es fiel Laban in die Hände. Und es begab sich, wir flohen in die Wildnis, und die Knechte Labans holten uns nicht ein, und wir verbargen uns in einer Felsenhöhle. Und es begab sich,
Laman war zornig auf mich und auch auf meinen Vater. Und so war es auch mit Lemuel, denn er hörte auf Lamans Worte. Darum sprachen Laman und Lemuel viele harte Worte gegen uns, ihre jüngeren Brüder, und sie schlugen uns sogar mit Ruten. Und es begab sich, als sie uns mit Ruten schlugen, siehe, da kam ein Engel des Herrn und stellte sich vor sie und sprach zu ihnen, nämlich, warum schlagt ihr euren jüngeren Bruder mit Ruten? Wisst ihr denn nicht, dass der Herr ihn erwählt hat, Herrscher über euch zu sein, und zwar wegen eurer Übeltaten? Siehe, ihr sollt wiederum nach Jerusalem hinaufgehen, und der Herr wird Laban in eure Hand geben. Und nachdem der Engel zu uns gesprochen hatte, verließ er uns. Und nachdem der Engel uns verlassen hatte, fingen Laman und Lemuel wiederum an zu murren, nämlich, wie ist es möglich, dass der Herr den Laban in unsere Hand geben wird? Siehe, er ist ein mächtiger Mann, und er kann über 50 befehlen, ja, er kann sogar 50 töten. Warum nicht auch uns?